Harter Rock braucht harte Gitarren und zwar viele davon. Stichwort Doppeln. Aber wie viele Gitarren braucht man denn für einen fetten Sound? Sollten die Gitarren alle das gleiche spielen und vor allem wie stark sollten die Gitarren bei so viel Doppeln denn eigentlich verzerrt sein für den perfekten Sound? Wie du im Hintergrund schon hören kannst, habe ich für dich mal ein paar wirklich harte Gitarren aufgenommen und habe dabei gedoppelt, was das Zeug hält. Was dabei rausgekommen ist und wie ich dabei vorgegangen bin, das erfährst du in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Ghosthack.de. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest, im Rahmen des Adventskalenders erscheint jetzt jeden Tag ein frisches neues Video für dich direkt frisch nach Hause geliefert. Bis Weihnachten gibt es jeden Tag eine kleine Dosis Recording-Blog. Und falls du davon in Zukunft kein Video mehr verpassen möchtest, ist das jetzt die beste Gelegenheit, eben schnell auf den Abo-Knopf drauf zu drücken. Und jetzt kommt der wichtige Teil, falls du nämlich schon Abonnent sein solltest, bei der Benachrichtigungsglocke daneben, so heißt sie nämlich, eben auf alle klicken, denn dann kriegst du garantiert einen Hinweis, wann das nächste Video hier im Recording-Blog erscheint. Falls du auch am Adventskalender-Gewinnspiel teilnehmen möchtest, kannst du das ganz einfach tun, indem du unter einem der Videos im Adventskalender einen Kommentar hinterlässt. Wenn du unter jedem Video einen Kommentar hinterlässt, erhöhst du natürlich deine Chancen und kannst dir vielleicht ein schönes Zusatzgeschenk unter den Weihnachtsbaum legen. Wir schauen heute mal auf harte Gitarren. Ich habe ein paar harte Gitarren aufgenommen, ein schönes Lick für dich eingespielt und da wollen wir gleich mal gucken, wie ich da genau vorgegangen bin, denn da gehe ich genauso vor, als wenn ich einen kompletten Song machen würde und achte darauf, welche Gitarren ich einspiele, wie ich sie vor allem einspiele, wie hart verzerrt ich sie einspiele und am Schluss verrate ich dir sogar noch eine kleine Spezialzutat, die ich gerne hinzufüge, wenn ich es untenrum nochmal so richtig fett haben will. Aber jetzt hören wir erstmal rein, wie der aktuelle Status quo ist. Viel Spaß! Das soll, glaube ich, für den Anfang erstmal genügen. Was du aber wissen musst, ist, dass ich hier nahezu nichts gemischt habe. Das heißt, das, was du gerade gehört hast, kommt komplett ungemischt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist Panorama und Fader. Und ich habe, glaube ich, insgesamt 4 Plugins benutzt. Das heißt, die Basis von dem Ganzen war erstmal ein Drumbeat, den ich aus meinen Addictive Drums rausgenommen habe. Also wirklich schon fertige Sounds. Das heißt, das Schlagzeug klingt von sich aus schon mal relativ gut. Den Bass habe ich dann eingespielt mit meinem Rickenbacker, der hier vorne an der Wand hängt. Und habe da richtig ein fettes Brett reingezimbelt irgendwie. Und habe dann aber Gitarren aufgenommen. Und die Gitarren sind ja der essentielle Teil bei der ganzen Geschichte. Und da stellt sich hier oft die Frage, wie doppel ich denn eigentlich meine Gitarren für einen richtig fetten Sound? Natürlich erstmal nimmt man 2 Gitarren auf, die dasselbe spielen und das links und rechts außen machen. Also das ist die Basis eigentlich, aber wie oft sollte man das eigentlich machen? Ich verrate dir mal, wie ich es gemacht habe. Ich habe zunächst einmal mal meine Telecaster genommen und habe auf meinem Camper-Amp einen harten Rock-Sound eingespielt. Ich kann den mal einblenden, weil wie ich den genau eingestellt habe. Die Basis war, glaube ich, ein Rectifier und der war wie folgt eingeblendet hier eingestellt und habe dann damit erstmal aufgenommen. Das war eine relativ harte Verzerrung, aber die Telecaster hat verhältnismäßig wenig Output. Dementsprechend klingt das Ganze hier am Anfang erstmal so. So ein bisschen leiser, weil ich es aber am Fader auch leiser gezogen habe, wie du hier sehen kannst. Na, ne? Also ist jetzt nicht zu laut dazu gemischt. Dann habe ich die gleiche Gitarre nochmal eingespielt, aber weil man ja den Sound immer so ein bisschen variieren soll, das ist nämlich eine der Grundvoraussetzungen, um wirklich richtig fetten, breiten Sound zu kriegen. Man ändert entweder den Amp-Sound oder man kann die Gitarre ändern oder man kann beides ändern. Habe ich dann mal ins Regal gegriffen, an meine Wand gegriffen und habe meine Yamaha SG rausgenommen, eine Gitarre mit einem Humbucker drauf, mit eingeleimtem Hals und so weiter und so fort. Kann ich dir mal hier gerade zeigen, wie die Gitarre aussieht. Wunderschönes Instrument, wie ich finde. Wurde auch von Carlos Santana in einer anderen Variante gespielt, aber das nur ganz am Rande, ein bisschen Nerdwissen am Rande. Und die SG hat aber richtig viel Output. Das heißt, mit demselben Sound, den ich gerade am Camper für die Tele benutzt habe, habe ich dieses Ergebnis erzielt. Okay, damit war im Prinzip die Basis schon mal gelegt. Ich habe 2 verschiedene Sounds genommen, die aber das gleiche gespielt haben. Und zusammen klingen die beiden dann so. Hier nur die Tele
Ist auch ein bisschen leiser dazu gemischt, ne? Ein bisschen SG mal wieder dazu. Und ich habe im weiteren Verlauf übrigens per Automation die Tele noch ein bisschen lauter gemacht, wie du hier sehen kannst. Das heißt, wir können ja hier an dieser Stelle mal kurz reingucken oder reinhören, wie die beiden zusammen klingen, wenn die Tele lauter ist. Ohne Tele. Mit Tele. Also da merkst du schon, wenn die dann ein bisschen lauter dazu gefahren wird, dass dann auch schon deutlich mehr Pfund dazukommt. Ne? Aber beim Doppeln ist es so, dass ich nicht nur andere Sounds und andere Gitarren verwende, sondern dass ich auch gerne darauf achte, in andere Lagen mal zu rutschen. Das heißt, auf der Gitarre zum Beispiel nicht oben nur zu greifen, sondern die gleichen Akkorde dann auch mal an einer anderen Stelle auf dem Griffbrett zu suchen, um vielleicht noch andere Töne oder andere Obertöne hinzuzukriegen, auch eine andere Oktave dann damit natürlich automatisch zu spielen. Und das habe ich dann gemacht, habe dann nochmal ins Regal gegriffen mit demselben Sound, dann meine Blade RH3 genommen, und die RH3 ist im Prinzip eine Strat-Kopie, aber mit einem Humbucker eingebaut. Das heißt, die hat auch durchaus Pfund, und dabei habe ich dann Folgendes eingespielt. Und du merkst schon, das ist was anderes als das, was ich vorher gespielt habe. Ne? Vorher mit der SG habe ich dieses hier gespielt. Fette Bratakkorde. Und mit der SG dann schon im selben Rhythmus, aber andere Lage und ein etwas anderes Lick gespielt. Und wenn die beiden dann zusammenkommen, dann kommt doch einiges zusammen, muss man wirklich sagen. Ich markiere die mal, damit ich die Blade dazu schalten kann am Stück. Und dann hören wir mal kurz rein, was passiert, wenn ich die Blade mit ihrem anderen Lick dazu schalte. Nur die Blade. Und du merkst, wie gerade im oberen Register da wirklich nochmal eine Note dazukommt. Ich glaube, die Terz müsste das sein, die da wirklich eine ganze Menge ausmacht und die da wirklich nochmal so richtig Schwung reinbringt. Terz, nagel mich nicht drauf fest, Terz oder Quart. Auf jeden Fall kommt gefühlt eine neue Note hinzu, die dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Interesse verleiht und das Ganze nochmal ein bisschen spannender macht. Und zusammen mit der Tele klingt das Ganze dann wie folgt. Und noch eine Blade dazu. Und speziell die letzte Blade spielt nochmal das, was die anderen auch spielen, aber die habe ich tatsächlich im Mix dann hier nochmal etwas lauter gemacht und Mono in die Mitte gemacht. Das heißt, die Blade spielt ihr eigenes Lick in der eigenen Lage, auf jeden Fall links und rechts, und doppelt dadurch die fetten Gitarren, also die SGs und die Teles. Und dann habe ich das Ganze nochmal eingespielt, aber dann Mono in die Mitte nochmal reingeschoben, um hier nochmal so einen Lift hinzukriegen. Wie du hier hören kannst, geht es da nochmal ein bisschen mehr ab. Und nehmen wir mal die anderen Gitarren auch dazu. Und du merkst schon, da kommt jetzt richtig was zusammen. Das Einzige, was fehlt, ist, dass es nicht richtig fett ist. Ne? Die Gitarren haben nicht wirklich richtig Schub untenrum. Das haben wir Gitarristen ja gerne, dass wir richtig Schub untenrum haben. Aber gerade bei so einem Sound, da sollte der Schub ja eigentlich auch vom Bass kommen. Und wenn ich den Bass mal dazu schiebe, dann wirst du auch sofort hören, warum die Gitarren nicht zwingend diesen Schub untenrum haben müssen, dieses fette Dut-Dut-Dut-Dut untenrum, weil das nämlich vom Bass kommt. Das klingt dann, den Bass auch aktivieren, das kommt nämlich vom Bass und das klingt wie folgt. Und das Coole ist, dass der Bass da wirklich jetzt auch gar nicht irgendwie in Konkurrenz tritt mit den Gitarren, die ja sonst auch untenrum mit ihren Palm-Mutes immer gerne rumschieben, sondern dass da wirklich jeder Teil, die Gitarren und der Bass, seinen eigenen Bereich bekleiden und sich eigentlich ergänzen und nicht überdecken oder maskieren, wie man so schön sagt, sondern sich wirklich ergänzen. Wenn du es aber richtig fett haben willst, ich habe dir ja eine Spezialzutat auch versprochen, dann kannst du, wie ich das gemacht habe, hier, da siehst du sie im Bild auch, mal gucken da, kannst du eine Bariton-Gitarre nehmen. Ich habe von Gretsch hier, die kann ich dir mal zeigen, von Gretsch, so eine Bariton-Gitarre hier, und die geht nochmal richtig tief runter. Die hat nämlich noch eine Seite unter der E-Seite von einer normalen Gitarre, und mit der kannst du dann natürlich nochmal richtig einen dazugeben. Und ich spiele dir die mal kurz solo vor, was die macht. Die spielt im Prinzip das gleiche wie die anderen Gitarren. Machen wir ein bisschen lauter.
Aber im Vergleich zu den anderen Gitarren, zum Beispiel zu den Teles, ich zeige dir mal lieber die SGs, die sind ein bisschen lauter, ne? Eher im oberen Mittenbereich angesiedelt und jetzt die Bariton. Sicherlich auch ein anderer Gitarrensound. Ich habe da einen Marshall für genommen, kein Rectifier. Aber du merkst, dass die auch viel tiefer spielt. Und wenn man die hinzufügt, dann kommt bei den Gitarren wirklich richtig was rum. Und mal gucken, dass ich die Gitarren alle hier anmache und mal nur die Bariton aus. Und jetzt gebe ich sie mal dazu. Ist jetzt noch zu laut. Aber guck mal, was passiert. Leiser machen. Aus. Schiebt das Ganze untenrum nochmal ein kleines bisschen zu, also Spezialzutat Baritongitarre oder man kann auch eine Hammond-Orgel nehmen, wenn man Tasten spielen kann, mit denen man das richtig nochmal fett machen kann. Das sind zwei Spezialzutaten, die super gerne genommen werden. Jetzt habe ich dir ja gesagt, der Verzerrungsgrad könnte durchaus interessant sein. Wenn man so viele Gitarren einspielt, dann kann es durchaus relevant sein, dass man nicht allzu verzerrt einspielt. Das heißt, wenn man die Gitarren, die man alle doppelt, da summiert sich oder scheint sich zumindest akustisch die Verzerrung, der Verzerrungsgrad so zu summieren, dass man an einem gewissen Punkt, wenn man zu stark verzerrt und zu viele stark verzerrte Gitarren nimmt, dass man dann nur noch Matsche hat. Und da gibt es so einen schmalen Grat und deswegen habe ich gedacht, komm, spiele ich das Ganze einfach nochmal für dich ein und zwar mit weniger Verzerrung. Das heißt, wenn wir uns mal hier die Gitarren, die wir jetzt gerade gehört haben, mal kurz anhören. Na, nehmen wir mal nur die Gitarren hier. Sekunde. So. Das sind jetzt nur die Gitarren. Und das Ganze jetzt mal weniger verzerrt. Und falls du dich fragen solltest mit einem Blick auf den Fader, warum ich die Gitarren hier lauter habe, die etwas weniger verzerrt sind, dadurch, dass die weniger verzerrten Gitarren weniger Output haben, habe ich die im Level angepasst, damit du nicht glaubst, irgendwie die einen sind lauter und klingen dann auch besser. Nee, ich habe die weniger verzerrten Gitarren, weil sie weniger Output haben, um ungefähr 1,2 dB lauter gemacht. Ich habe das vorher ausgemessen mit dem Julian Loudness Meter, damit beide ungefähr gleich laut sind und damit wir hier wirklich ganz neutral den Unterschied hören können zwischen weniger verzerrten Gitarren und mehr verzerrten Gitarren. Und ich kann dir mal zeigen, wie ich die Einstellung dann gemacht habe. Wir halten sie mal gegeneinander. Oben siehst du die mehr verzerrte Gitarre und unten die weniger verzerrte Gitarre und den Gain-Knopf habe ich einfach bei den weniger verzerrten Gitarren ein bisschen runtergedreht, damit wir da den gleichen Sound zwar haben, aber weniger Verzerrung. Wir hören nochmal im AB-Vergleich ein bisschen hier rein. Blende dir mal ein, was du hörst. Na komm, wir machen das Ganze mal im kompletten Mix, ne, damit das auch wirklich richtig funktioniert. Das heißt, wir hören uns jetzt den kompletten Song einmal von vorne bis hinten an. Ich schalte um zwischen weniger verzerrt und mehr verzerrt und du kannst mir mal in die Kommentare unten reinschreiben, welche Variante dir besser gefallen hat und vor allem warum. Also starten wir mal vorne mit den mehr verzerrten Gitarren und ich wünsche dir jetzt schon viel Spaß. Los geht's. Na, von vorne.
Das war mal ein Riesenspaß, vor allem das Solo, was ich dann noch mit einem Federhall gemacht habe. Also wie gesagt, kaum Plugins drin. Es gibt ganz wenige Plugins, die ich hier in dieser Session drin habe. Die Gitarren sind im Prinzip bis auf den Federhall sogar komplett ungemischt, also nur mit Fader und Panorama. Und du siehst, wenn man die Soundauswahl gut und mit Bedacht trifft, dass man da durchaus schon einen Grundsound hinbekommen kann, der auch ohne großartiges Plugin-Gewitter auskommt. Aber ich bin gespannt, welche Variante dir besser gefallen hat. Die mehr verzerrte oder die weniger verzerrte? Und ich verrate dir, wie es bei mir gewesen ist. Bei mir ist es tatsächlich beides gewesen, denn ich mag die weniger verzerrte Gitarre, mag ich im Rhythmusteil lieber. Ich mag aber im Solo die höher verzerrte Gitarre wieder. Ich würde wahrscheinlich kombinieren, die höher verzerrte Gitarre aus dem Solo nehmen und die weniger verzerrte Gitarre aus den Rhythmusteilen. Aber wie magst du es? Schreib's unten in die Kommentare. Und ich hoffe, dass du einiges jetzt mitnehmen konntest, wie ich Gitarren anlege. Ich nehme also verschiedene Gitarren auf. Ich nutze unterschiedliche Verzerrungs- oder Soundgrade auch. Verzerrungsgrade und Soundgrade. Spiele in unterschiedlichen Lagen und das Ganze dann nicht übermäßig. Also in diesem Fall waren es jetzt 2, 4, 6, 7 Gitarren und das Solo. Dementsprechend kann man durchaus einen fetten Sound hinbekommen, indem man es nicht übertreibt, aber trotzdem eine ganze Menge draufhaut. Dir jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Schreib mir mal, wo du deinen Song veröffentlichst, damit ich da auch mal reinhören kann, wie deine verzerrten Gitarren klingen. Und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou!